Lass uns mal noch über etwas ganz Besonderes sprechen. 30 Jahre Michael Schumacher in Spa. Das war ja gestern der Fall. Und wenn man sich, gab ja auch so ein paar Rückblenden. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei Sky gab es so eine Rückblende auch. Und man hat ja viel Zeit gehabt in diesen 4 Stunden oder 3 Stunden 17, um es genauer zu sagen, von 15 Uhr ab. Nicht nur, dass man Lewis Hamiltons Mode gesehen hat, die ich unheimlich beeindruckend und schön fand, auch viele tausend andere auf Twitter, die das alle auch sehr, sehr toll fanden, dass man das jetzt gesehen hat, aber auch eben die Zeit von Michael Schumacher. Wir hatten es vor allem eben 1998 dann auch ja, wo es eben ja auch dieses Regenrennen gab und diesen Crash zwischen Schumacher und Coulthard. Wir alle kennen diese Szene noch, wie dann ein wutentbrannter Michael Schumacher in die Garage von David Coulthard gegangen war, um das mal auf seine Weise zu klären, weil es ja eigentlich da, für alle die es ja nicht gesehen hatten, das war ja kein Fight miteinander, sondern es ging ja nur um eine Überrundung. Und Sean Todd hat ja vorher auch noch, ist ja auch zur McLaren-Box hingegangen, um das dann auch mal so ein bisschen zu klären, dass das jetzt alles friedlich da vonstatten läuft. 30 Jahre Michael Schumacher, Mick, der ja auch mit dem Helm oder mit einem besonderen Helm seines Vaters gefahren ist, wo er ja auch sagt, er wird überlegen, ob er den Helm nicht bis zum Ende der Saison an sich, also noch weiter benutzt. War das aber trotz dieses ganzen Regenchaos auch ein besonderes Rennen oder zumindest ein Rennwochenende? 30 Jahre Michael Schumacher? Ja, es war natürlich auf jeden Fall ein Thema. Und als ich den Jordan gesehen habe, dann hab ich mich auch erinnert an sein erstes Rennen, wo er ja erstmal gelogen hat, dass er gesagt hat, er kennt die Strecke, hat die Strecke gar nicht gekannt. 700 Metern, Ja. glaube ich, kam er, ne? 700 Meter, und dann war schon Feierabend nach dem ersten Rennen, ne? Ja, und da kenne ich noch einen Hintergrund, weil ich habe mal mit Eddie Jordan drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, weißt du, wir waren ein bisschen knapp bei Kasse, obwohl Michael bzw. Mercedes im Hintergrund hat ja da Geld bezahlt, dass er da den Platz bekommt. Das weiß ich von Peter Sauber, der hat damals die Sportwagen von Mercedes eingesetzt und hat dann den Auftrag bekommen, das Geld zu überweisen an Eddie Jordan. Deswegen weiß ich, die haben bezahlt für den Platz, weil das Auto ja plötzlich frei wurde. Eddie Jordan hat dann gesagt, ja, weißt du, wir waren ein bisschen knapp an Kasse, wir haben alles, ja, jeden Pfennig umgedreht und wir haben dann keine neue Kupplung eingebaut fürs Rennen, weil wir gedacht haben, dieser junge Ungestüme, der schmeißt das Auto wahrscheinlich sowieso gleich weg. Und dann ist die Kupplung gleich am Start schon kaputt gegangen, ja. Also da hat er Geld gespart, aber wirklich am falschen Ort, ja. Und ein Jahr später aber hat er dann auch ausgerechnet wieder in Spa sein erstes Rennen gewonnen, ne? Also das ist ja dann auch sehr kurios gewesen. Wenn wir mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, wir hatten das mal, glaube ich, ganz, ganz am Anfang gemacht, also nicht heute, sondern eben mit unserer Sendung. Und das fanden auch viele Zuschauer toll, dass wir so in diesen alten Zeiten, in diesen alten Schumacher-Zeiten so ein bisschen erinnert haben. Wie sehr fehlt heute ein Michael Schumacher? Ja, natürlich, natürlich, weil das war der Mr. Formel 1, ja. Das war der sich hochgearbeitet hat. Er hat ja nicht wie ein Hamilton gleich mit dem McLaren angefangen, sondern eben in Jordan, dann mit dem Benetton. Da hat er schon, er ist ja, also da war, muss man sagen, der Flavio Briatore, der Manager von Benetton, oder Besitzer, wenn man so will, der hat ja das sofort im Auge gehabt und ist da hingegangen und gesagt, wir nehmen den Fahrer. Während Jordan gesagt hat, ja, er könnte den Rest Saison fahren mit so und so viel, ich glaube, es waren 300.000 Dollar pro Rennen, könnt ihr den Rest der Saison fahren. Und dann kam Briatore, der hat das sofort gesehen, was dieser Junge kann und hat gesagt, ich übernehme ihn, ich zahle ihm sogar ein Gehalt. Und dann wurde er Teamkollege von Nelson Piquet. Und der Nelson Piquet hat Ende des Jahres das Handtuch geschmissen, weil dieser Junge da hat ihm so eingeheizt, dass er die Lust verloren hat an der Formel 1. Also da muss man sagen, der Flavio Briatore hat da richtig schnell gehandelt, weil sonst wäre er vielleicht, wenn er dann Jordan weitergefahren wäre, ich weiß nicht, was dann aus Michael Schumacher passiert wäre. Aber dann hat er ja das Benetton-Team nach oben gebracht. Und dann kam er zu Ferrari. Ferrari hat auch jahrelang nicht mehr Weltmeister gewonnen. Er hat jeweils die Teams aufgebaut und nicht einfach in ein super Auto gesessen und gewonnen. Also das war der Michael Schumacher.
Ich vermisse ihn immer noch und ich finde es so tragisch, wenn man überlegt, 25 Jahre lang Michael Schumacher in der Formel 1 und ausgerechnet bei etwas, bei einem Sport, der mit Motorsport auch so gar nichts zu tun hat, eben beim Skifahren so schlimm sich verletzt, dass man ja 8 Jahre, Ende Dezember, liegt es 8 Jahre zurück, 2013. Wie sehr würde es dich interessieren, zu wissen, wie es heute Michael Schumacher geht? Ja, ich hoffe einfach, er leidet nicht. Für mich ist das das Wichtigste. Ich hoffe, er kriegt mit, dass sein Sohn fährt, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Das glaube ich, davon können wir ausgehen, sonst würden wir ihn sehen. Aber ich hoffe, dass er nicht leiden muss, ja, dass es ihm gut geht, wie auch immer, unter welchen Bedingungen. Aber das könnte ich nicht ertragen, wenn ich wüsste, dass er da sitzt und leidet. Ich habe so ein bisschen, so meine Vermutung, ich glaube, wenn man heute ihn sehen würde, wenn es ein Bild gäbe, ich weiß nicht, so von meinem Gefühl her wäre man wahrscheinlich so ein bisschen entsetzt. Weil ich vermute vom Gefühl her, dass er mit dem Michael Schumacher, den wir alle noch so in Erinnerung haben, nicht mehr viel gemeinsam hat. Glaubst du das auch? Ich befürchte ja, und ich glaube einfach, wir sollten ihn in Erinnerung behalten als den strahlenden Sieger aus Ende und uns nicht Gedanken machen. Die Familie handelt richtig, wenn sie sagt, er ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, dann haben sie einen guten Grund und das soll man respektieren. Aber umso mehr, ich weiß nicht, ob du dich auch freust, am 15. September, der Film Schumacher, wenn er dann bei Netflix erscheint, gab es ja schon den ersten Trailer, wo man ja auch viel Privates um Michael Schumacher und auch um Corinna sieht. Da bin ich persönlich sehr, sehr gespannt. Weißt du, ob du den Trailer auch schon gesehen hast, von Schumacher? Ja, klar, da kommen dann Emotionen hoch, das ist ganz klar. Ich meine, ich habe ja damals bei Sky angefangen und habe die ganzen Jahre ihn begleitet, hat auch einen guten Draht zu ihm, muss ich sagen, weil wir beide Go-Kart-Fans sind und wir haben uns im Fahrlager getroffen, über Karts gesprochen und die haben sich die anderen immer gewundert und sagen, von was redet ihr jetzt? Weil wir haben, wie gesagt, nicht über Formel 1 gesprochen. Das hat eben eine lockere Beziehung gegeben zwischen uns, ja, weil ich nicht immer zu, was war los und so, wie ein normaler Journalist, sondern wir haben eben über solche Details gesprochen. Er ist ja neben der Formel 1 immer noch Kartrennen gefahren. Also der war wie ich ein richtiger, der hatte eine Passion für diesen Sport. Und deswegen haben wir oft darüber gesprochen und hatten deswegen auch einen guten Draht. Glaubst du, dass Mick ähnlich erfolgreich werden kann wie sein Vater? Oder glaubt das einfach nur jeder, weil er den Namen Michaels trägt, also Mick Schumacher? Nein, ein Michael Schumacher wird er nicht erreichen können. Der ist einmalig, ja? So wie ein Hamilton einmalig ist. Also muss man das akzeptieren, das kann man nicht wiederholen oder kopieren. Aber er wird seinen Weg machen. Ich denke schon, der Mick macht im Moment das, was man von ihm erwartet. Er schlägt seinen Teamkollegen in der Regel und zwar deutlich. Und mehr kann er nicht mit dem Auto. Und deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass er, wenn das Auto besser wird, dass er dann auch für gute Resultate sorgen kann. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es bei uns kostenlos in unserer Mediathek auf arena-plus.tv. Viel Spaß!